Was macht ihr hier drin? Honig? Was für ein Puff. Unfassbar. Ich freue mich. Soll ich noch mal reinkommen? Tut mir leid. Wunderschön. Die Elbphilharmonie. Fertig. Ja, ich freue mich, dass ihr alle... 14 Uhr ist nicht meine Auftrittszeit. Mein Körper versucht, meine Hose abzustoßen, während ich zu Ihnen spreche. Es ist schwer. Und wir alle müssen uns heute ranhalten hier, weil ich denke, dass dieses Ding gegen 23 Uhr von Olaf Scholz an die Chinesen verkauft wird. Deswegen möchte ich... Ich fange komplett anders an. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe das ewig nicht mehr gehört mit diesem 5-Punkte-Applaus, 7-Punkte-Applaus. Ganz toll. Poetry Slam habe ich komplett vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie das ist, einen Text zu schreiben als über 50-Jähriger, um dann von einer 16-Jährigen mit Lyrik gedemütigt zu werden und wieder nach Hause zu fahren. All diese Dinge sind mir entfallen. Sie fallen mir gerade wieder ein. Ansonsten ist das Ding hier gebaut wie irgendwas aus Dune. Mir gefällt es aber gut. Auch die Vitrine, die ist nicht immer hier. Ich habe nur 8 Minuten. Ich habe... Viele von Ihnen kennen mich aus Film, Funk und Fernsehen. Meinen Sie, es gibt Bundeswehrsoldaten, die kennt man nur aus Funk? Also, dass man so... Das ist Feldwebel Schropotnik. Sie kennen ihn aus Funk. Zugriff. Nein, egal. Jedenfalls... Ich habe jetzt keine richtigen Slam-Texte mehr, aber ich werde ja auch nicht bewertet, was eine gute Sache ist. Und ich mache ja andere Dinge jetzt, aber ich denke mir, ich kriege 1, 2 Texte auf jeden Fall noch hin, die Sie oder die ihr, man duzt ja dann, nein, anders. Es ist, viele von Ihnen kennen mich vielleicht von Last One Laughing und das soll die Einleitung sein zum ersten Text, weil man sich dann natürlich fragt, das muss wahnsinnig toll gewesen sein für Amazon, für ein Schweinegeld, sich mitten in der Pandemie mit 10 Leuten in den Raum sperren zu lassen. Und das ist richtig. Das ist völlig richtig. Es hätte aber fast nicht geklappt und ich werde auch nie wieder dabei sein bei diesem Format, weil Amazon das in der Pandemie mit meiner Agentin besprochen hat, dass ich daran teilnehmen darf, weil ich eigentlich zu alt bin und so. Und dann haben die lange verhandelt und dann hieß es, Thorsten Sträter ist bei der ersten Staffel Last One Laughing auf Amazon Prime dabei. Und dann ist meiner Agentin gesagt worden, wollen Sie das Ihrem Klienten sagen oder sollen wir den anrufen? Da hat meine Agentin gesagt, rufen Sie von Amazon den an, der freut sich einen Keks. Und dann hat Amazon mich angerufen, mit zu sagen, es war Last One Laughing dabei. Und das Gespräch war einfach nicht gut, weil die anriefen und sagten, mein Name ist Frau, weiß ich nicht, Krokuschinski von Amazon. Und ich sagte, ja, stell einfach in die Garage und habe aufgelegt. Und es wird knapp. Also ich glaube nicht, dass ich noch jemals wieder dabei bin, was mich direkt zum ersten Text bringt. Was ich auch ultra lange nicht mehr gemacht habe. Von einem Mikrofon stehen, wie bei Karstadt, nur noch was da hängt. Und was vorzu ist, völlig, für mich völlig... Hallo? Ich setze mal Brille auf. Auch so weit ist es gekommen. Ja, es geht nicht. Ich brauche sie nicht, aber... Oh, doch, ich brauche sie zum Lesen. Doch, hier ist die erste Geschichte und sie heißt die heilsame Kraft der Blamage. Denn das ist genau das. Ich würde gerne erzählen, dass ich ein mit allen Wassern gewaschener und super souveräner Typ bin. Das ist halt einfach nicht wahr und das sind wahre Begebenheiten, die ich in Form eines Tagebuchs verarbeite. Nimm die Erfahrung und die Urteilskraft der Menschen über 50 heraus aus der Welt. Und es wird nicht genug übrig bleiben, um ihren Bestand zu sichern. Henry Ford, der Autotyp. Viele von Ihnen nehmen mich, wenn ich der gelegentlich eingehenden Post glauben darf, als zutiefst lässigen und eloquenten Menschen wahr. Und niemand wäre glücklicher als ich, wenn das stimmen würde. Aber einen Großteil meiner entspannten Ausstrahlung verdanke ich vor allem dem Umstand, dass ich ein ziemlicher Idiot bin. Das ist völlig in Ordnung. Es hilft mir, mich nicht für was Besseres zu halten. Ich bin ja wie Sie oder ihr. Also ich lebe wie ihr. Ich habe neulich noch gesagt, lebe ich nicht genau wie die Leute, Alfred. Und er sagte, gewiss, Master Sträter, der eigene Butler, lügt einen nicht an. Das ist auch völlig in Ordnung. Es hilft mir, nicht für was Besseres zu halten. Deswegen das Thema, die heilsame Kraft der Blamage. Wenn ich das Wort immer sehe, das ist genau wie Recherchen, denke ich mal, was ist eine Blamage? Das ist, ich muss... Bei Recherchen war es, wo ich dachte, was zum Fax sind Recherchen? Ich habe da tagelang drüber gesessen. Ich führe sozusagen Buch über all den selbstverursachten Schwachsinn, den ich produziere.
hier meine Top 3 der letzten 2 Jahre. Es sind einfach nur 2 Jahre. Ich sitze im Zug nach Berlin Mitte Januar 2020, auf dem Weg in ein Fernsehstudio, habe das Tischchen vor mir runtergeklappt, vor mir eine Pulle Cola und schaue eine Serie auf dem iPad. Ich trage dabei sogenannte Noise-Canceling-Kopfhörer, also nicht die Stadt Noise, das wäre völlig unmenschlich, sondern das ist ein Krater neben Mönchengladbach. 9000 Tote, ja, sind Noise-Canceling-Kopfhörer. Nein, es sind so Geräuschunterdrückungen. Das, der Schall wird, also du hörst nichts, wenn du die anmachst, kommt kein Schall mehr durch und du kannst in Ruhe deinen Film gucken. Fantastisch, tatsächlich. Keine Nebengeräusche, sehr faszinierend. Ich sitze also in der Stille, höre glasklar meine Serie, als sich irgendwer neben meinen Sitzplatz stellt. Ich nehme die Person aus den Augenwinkeln wahr und denke, ah, geh ran. Wo wir gerade von Blamage sprechen, geh bitte ran. Es könnte was Wichtiges sein. Was machst du denn so? Elbphilharmonie. Um 2? Ja, um 2. Die machen das sehr früh da. Und sonst so? Ja, muss. Ich habe gerade draußen gestanden, geraucht und dann fuhr dieser komische Mississippi-Dampfer vorbei. Was ist mit euch? Was soll die Kacke? Was? Und gegenüber, weißt du, die Eisprinzessin, das mit dem Ball flach halten. Ein Mississippi-Dampfer in Hamburg. Meinst du, auf dem Mississippi fahren so Ruhrgebietspötte, die heißen Ulrike ist eine Schlampe? Was soll das? Ich will das jetzt weiterlesen. Ich sitze also, Setting. Ist Ihnen das zu albern? Tut mir leid. Viele haben da keinen Bezug zu. Da habe ich keinen Bezug zu, sage ich übrigens nur vor der Bettwäscheschublade. Geht Ihnen das genauso, dass man sagt, Kopfkissen ist da, aber da habe ich keinen Bezug zu? Zu dumm. Ich lese das jetzt weiter, ich komme nicht klar. Es ist, und ich schlafe, mir ist das egal um 14 Uhr. Ich schlafe eh schlecht, ich habe Biberbettwäsche und 2 der Biber schlafen immer nicht. Das heißt, du hast einen Scheiß am Knie, die beißen, wenn du gerade in der REM-Phase bist, super unangenehm. Und ich habe Spanbettlaken, das sind ja knusprige Schweine, du liegst dich wirklich, du wachst morgens ölig auf. Ich möchte jetzt weiterlesen. Haben Sie das Handy auf stumm? Penis, so. Ich sitze also in der Stille, höre meine Serie, gucke meine Serie, nehme keine Geräusche sonst wahr und sehe, dass neben mir einer steht und mir wird klar, man hat mich erkannt, den Prominenten. Ich stehe im Prinzip jederzeit für ein Selfie zur Verfügung. Aber es ist ein bisschen befremdlich jetzt, weil ich ja für jedermann sichtbar eine Serie schaue. Was soll's, denke ich, und wappne mich. Ich drehe den Kopf und sehe meinen Besucher nun deutlich. Es ist, das alles wahr, es ist der deutsche Schauspieler Benno Fürmann. Wirklich. Strahlend steht er da und lächelt mich an. Na, wenn das so ist, denke ich, und dann sortiere ich mich so. Ich muss 3 Sekunden die Szene durchspielen. Ich werde jetzt gucken, dann gucke ich und dann sage ich, na, wen haben wir denn da? Und er wird sagen, Herr Sträter, ich bin ein großer Fan Ihres feinsinnigen Humors. Und ich werde abwinken und sagen, ach was, Herr Fürmann, ich fand Sie auch toll in, als gestiefelter Kater. Und in Babylon Berlin habe ich aber nicht geguckt. Nice, netter Kontakt, gerne wieder. Und dann machen wir ein Selfie. Ich nehme also strahlend die Kopfhörer ab und sage, na, wen haben wir denn da? Und Benno Fürmann sagt, ja, hallo, können Sie bitte Ihre Colaflasche vom Fenster wegstellen? Das ganze Abteil ist genervt. Und tatsächlich, ohne Kopfhörer höre ich sehr gut, dass die Colaflasche so ein bisschen auf der Kippe stand und die ganze Zeit gegen die Scheibe so ding, 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 seit einer Stunde. Und ich so, ja, Moment, Schrock. Und er so, danke und ging weg. Und ich bin in Hannover ausgestiegen vor Scham. Platz 2. Ich laufe durch Dortmund und will mir einen Pullover kaufen und beinahe jeder, den ich treffe, lächelt mich an. Das ist zuerst erfreulich, aber nach einer halben Stunde wird es irritierend. Und dann denke ich, ah, Moment, die haben am Wochenende diese Sendung mit mir ausgestrahlt. Das war eine gute Quote für den WDR, also eigentlich nix, aber komm. Und jetzt haben mich plötzlich alle auf dem Zettel. Das ist der Break-Even, from Zero to Hero, Kikriki. Und ich beginne zurückzulächeln und es fühlt sich toll an.
Und je länger ich das mache, nicke ich auch so leicht markant, so ein bisschen Clint Eastwood-esque, ein bisschen so. Trocken, zwinkern ab und zu, geiles Gefühl. Irgendwann bin ich bei Karstadt, gehe am Spiegel vorbei und sehe, ich habe bis zur Stirn Nutella im Gesicht. Und das wirklich so passiert. Man spürt es nicht. Hier ist Platz 1. Ich muss auch Feierabend machen. Hier ist Platz 1, fast Feierabend. Danach kommt noch ein ganz kleiner Text, der mir wichtig, menschlich auch. Platz 1. Ich fahre mit dem Zug von Dortmund nach Stuttgart. Der Zug ist halb voll, ich habe eine tolle Reise, ich esse im Bordrestaurant, was vollkommen widerlich ist, aber ich mache sowas. Und da muss ich mal aufs WC, weil hier das Schokoauto hat gehupt, ich muss was tun. Aus reiner Lyrik, aus reiner Bequemlichkeit gehe ich nur 4 Meter und benutze die Behindertentoilette. Wenn man da reingeht und die Türklinke kurz klickt, klicker, fährt die Tür automatisch auf, kippt man Deck. Und von innen klickt man dagegen, die Tür fährt wieder zu und verriegelt sich. Dachte ich. Die Tür öffnete sich automatisch alle 8 Sekunden. Für 8 Sekunden, ich hab's gestoppt. Dann ging sie automatisch wieder zu. Es gibt nur wenige Anblicke, die trolleybepackte Geschäftsreisender unerwarteter treffen, als ein wie von einem perversen Adventskalender präsentierter kackender Herr mit Mütze. Die Toilette verfügt über keinen toten Winkel. Und so bewegte ich mich einfach nicht und hockte da wie Rodins Denker so. Ach, und dann ging sie wieder zu. Und dann musste ich mich irgendwann fragen, was schafft man in 8 Sekunden? Untenrum wenig. Tür gleitet auf, Mutter mit Kind auf dem Arm. Ich stehe da gerade mit so Papier. Tür geht zu. Man meint fast Jörg Drägers Stimme zu hören, die brüllt, was ist hinter Tor 3? Zeit. Zeit verging nie langsamer. Es war wie eine Wanderausstellung. Die menschliche Verdauung als unverlangter Dia-Vortrag. 11-mal öffnete sich die elektronische Tür. 11-mal suboptimaler Sichtkontakt mit Fremden. Ich habe mitgezählt. Dann bin ich in Mannheim ausgestiegen und habe einen Zug abgewartet. Das war... Die Geschichte mit Mannheim kann ich nur das nächste Mal erzählen, das ist zu komplex. Ich bin da aus Versehen, aus Langeweile in so eine Filiale gegangen von Nanunana. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist eine bipolare Störung als Geschäft. Und da ist ja gar kein Konzept mehr drin, das ist ja nur Klabusterkrams. Und ich ging rein nach dem Namen Jesu, ich werde mir die Augen mit Seife auswaschen, was ist das für ein Scheißdreck hier? Und der Verkäufer kam und sagte, suchen Sie was Bestimmtes? Und ich sage, ja, ich brauche einen Idi Amin zum Aufblasen mit Fußpumpe. 4 Lampenschirme mit Wurstmotiv und haben Sie ein Frottifutteral für meinen Reisehabicht? Der ist im Zug, weißt du, am Arm so schwer. Du Ficker, was soll ich? Weiter. Sie und ich, du und ich, wir werden nie perfekt sein. Also sollten wir alles daran setzen, uns locker zu machen. So ist der Mensch, ich vor allem. Es ist keine 2 Stunden her, da habe ich das von einer Kellnerin gewünschte guten Appetit mit gleichfalls beantwortet. Es hört nicht auf. Und das ist gut, sich zum Deppen zu machen. Ist gut für die Seele. Und hier ist der Text, mit dem ich schließen möchte. Sie müssen da jetzt nichts machen. Es ist danach, der Text, es ist ein bisschen eine tiefere, ich will das nicht erklären müssen, weil er eine tiefere Ebene hat und es geht um Hoffnung. Und damit möchte ich mich auch verabschieden. Es war zauberhaft mit Ihnen. Weiß schon. Die Nebenhöhlen. Was ist Hoffnung? Ich war neulich im Supermarkt und an der Kasse hingen Tütchen mit Samen. Auf der Tüte ein Foto von Möhren. Das ist Hoffnung. Denn diese Tüte enthielt keine Möhren. Absolut nicht. Nicht mal sowas Ähnliches. Auf der Tüte hätte stehen sollen, Samen für, wenn's gut läuft und sich nicht wie ein kompletter Honk anstellen, potenziell vielleicht Möhren. Bitte Wasser, Erde, Luft, Sachkenntnis und Umsicht hinzufügen. Dann möglicherweise Möhren. Sonst nicht, wahrscheinlich nicht. Nein. Aber wir gehen wie selbstverständlich davon aus, das werden Möhren. Das ist im Prinzip so, als stelle ich Ihnen jetzt einen Becher mit Sperma hin und sage, da ist der Joachim.
Er ist Fahrlehrer, spielt Siedler von Catan und fliegt einmal im Jahr für 3 Wochen nach Teneriffa. Vollpension, Getränke extra. Es funktioniert trotzdem. Durch Hoffnung machen wir Dinge möglich. Vielen Dank. Gute Nacht.